Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Benedikta Margareta Freifrau von Löwendahl und ich bin sozusagen das Original. Ich möchte Sie einladen, hier in Lauchhammer ein besonderes Kleinod kennenzulernen. Kommen Sie doch mal mit auf eine kurze Reise durchs Kunstgussmuseum. Kluge Köpfe haben Geschichte geschrieben und hier im Kunstgussmuseum in dieser besonderen Form der Depotausstellung finden Sie viele kluge, bekannte und berühmte Köpfe verschiedener Geschichtsepochen, die auch das Wirken und die Kunst der Kunstgießerei hier in Lauchhammer darstellen. Und dass dieses Museum etwas ganz Besonderes ist, das weiß die Kustodin Antje Breuer hier zu berichten. In unserem Museum erleben Sie den Beginn der fast 300-jährigen Geschichte der Industriekultur der Niederlausitz. Mit unserer Modellsammlung von fast 2800 Objekten führen wir Sie durch die Kunstgeschichte des 18. bis zum 21. Jahrhundert. Bei uns stehen sich Lenin und Cäsar direkt einträchtig gegenüber. Jeder Raum in diesem Museum ist überraschend anders und bietet Ihnen vielfältige Einblicke in das Wirken in verschiedenen Kunstepochen. Etwas ganz Besonderes ist dieses Museum und Sie, Herr Winkelmann, als Stiftungsvorsitzender der Stiftung Kunstgussmuseum, Sie sind besonders begeistert von Ihrem Museum. Ja, liebe Freifrau, ein Museum in dieser Qualität vorzufinden, das vermutet selten jemand, den der Weg hierher in die alte Freifrau von Löwendahl Straße in Lauchhammer Ost geführt hat. Die Stiftung Kunstgussmuseum Lauchhammer widmet sich jetzt seit nunmehr einem Vierteljahrhundert der Bewahrung, der Entwicklung und der Pflege dieser wunderschönen und einzigartigen Sammlung. So hat Kunstguss in Lauchhammer einmal ganz klein angefangen, nämlich mit ganz banalen Haushaltsgeräten. Hier in der Ausstellung, die sich mit Potterie-Waren und alltagsgebräuchlichem Kunstguss beschäftigt, können Sie mal durch die Zeiten schnuppern und vielleicht auch mal erleben, dass es gar nicht so einfach war, zu meiner Zeit etwas in der Küche zuzubereiten. Schauen Sie sich doch einmal um. Oh, wer sind denn Sie und was machen Sie hier? Guten Tag, gnädige Frau. Mein Name ist Sherlock Holmes. Die Museumsleitung hat mich hergebeten, um einen Fall aufzuklären. Es wurde ein sehr wichtiges Objekt aus diesem Tresor gestohlen. Ich muss gestehen, dass ich leider nicht recht weiterkomme in dieser Angelegenheit. Da würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie doch mal runter zu den Kindern im Kreativraum. Die haben manchmal gute Ideen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich werde gleich mit den Kindern sprechen. Übrigens, Sherlock Holmes ist in Wirklichkeit Antje Schneider, die Museumspädagogin hier im Kunstgussmuseum in Lauchhammer. Und man kann hier also nicht nur durch die Geschichte sehend wandeln, man kann hier Kunstguss und Handwerk auch erleben mit vielen pädagogischen und kreativen Angeboten für die gesamte Familie. Überraschend vielseitig, das trifft es wohl genau, wenn man diese besondere Ausstellung hier im Kunstgussmuseum in Lauchhammer beschreiben will. Und ich denke, das sieht auch der Bürgermeister der Stadt, Roland Polenz, so. Überraschend vielseitig, damit wirkt unsere Stadt Lauchhammer. Dazu gehört auch der Kunstguss. Wir blicken auf 300 Jahre Industriegeschichte zurück und der Kunstguss widerspiegelt diese Industriegeschichte. Und wir können stolz darauf sein, dass der Kunstguss weltweit präsent ist, zum Beispiel
in San Francisco, in Shanghai oder auch in Kairo. Überall finden Sie Kunstgussprodukte aus Lauchhammer. Das war wirklich nur ein kleiner Einblick hier in das, was das Kunstgussmuseum in Lauchhammer zu bieten hat. Und ich hoffe, ich habe Ihnen Lust gemacht, mich hier einmal im Kunstgussmuseum in Lauchhammer zu besuchen.